Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen King. Na, wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen angenehmen Tag. Und lange nicht mehr gesehen oder so. Ja, der heutige Stream fällt unter das Motto, wir wollen schneller werden. Also, wir wollen die... Diese Sphäre schneller bauen. Das bedeutet, wir brauchen eigentlich mehr Kapazitäten zu produzieren. Viel mehr Kapazitäten zu produzieren. Aber das kriegen wir schon hin. Und vor allem ist es auch nur ein Ring von dem Ganzen, was wir bauen können. Alter. Das bedeutet, wir werden hier noch ein bisschen was mehr werkeln. Unter anderem muss ich hier eine Menge Kram zumachen. So. Ich habe noch ein paar Schmelzen dabei, das ist gut. Das heißt, das wäre hier. 1, 2, 3. Das wäre quasi hier der Part, wo sie dann wieder anfangen. Eigentlich hier. So. Bis dahin geht's. Jetzt hole ich mir mal ganz kurz eine Blaupause von woanders, weil dann brauche ich nicht alles selber nochmal bauen. Ich glaube nämlich, ich baue einfach nochmal eine weitere Eisenschmelze hin. Aufgrund dessen, dass es eine Eisenschmelze ist. Man kann nie genug Eisen haben. Foundation Support, da in der Mitte. Da ist noch ein blödes Loch. Okay. Dann holen wir uns halt noch ein bisschen Material zum Füllen. Das braucht leider ein bisschen was, bis es hier ist. Dann beschäftigen wir uns nämlich derweil mal mit anderen Dingen. Wie zum Beispiel diesen Eisen- und Kupfervorkommen. Wir wollen ja schließlich auch Dinge abgebaut haben. So. Wer sich wundert, warum es heute keinen Snowrunner gibt, aus persönlichen Gründen musste Moini leider absagen, von daher gibt es heute halt Ersatz. Na naja, gut, wirklich ersetzen kann man das Snowrunner jetzt nicht und den Moini auch nicht, aber ich kann es ja mal versuchen. So, Kupfer und Eisen. Hier haben wir noch ein bisschen Kupfer, sehr gut passend, rot glühend auf roter Lava.
Hier haben wir nochmal so ein Kupferfeld. Also Rohstoffe sind auf diesem Planeten definitiv genug. Fürs Erste. Dann haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Das wollen wir natürlich auch anschließen. Ich ahne, was wir gleich nochmal machen müssen. Neue Builds nachfordern. Und hi Aerith! Direkt mit dem neuen Emote. Ich danke dir dafür. Ach, guck an. Titan haben wir hier an der Stelle auch. Dann wollen wir das natürlich auch nicht rumliegen lassen. Den hier sollte ich vielleicht noch bauen, statt nur andeuten. Ja, muss doch, wenn er schon da ist. Ja. Absolut richtig. Und ich meine, nachdem du es gebaut hast, wer ist da besser geeignet als du? Um es einzuweihen. Das müsste so ein Achievement bei Twitch geben. First Emoji oder so. Das wäre mal was. Ähnlich wie bei Unreal Tournament. First Blood. First Emoji. First Emote. Ich habe ihn jetzt in den Q-Fert. Ja, genau. Das nimmt schon wieder Wendungen an. Also, die bin ich nur von donnerstags gewohnt. Mal gemacht. Ach, ist doch ganz harmlos hier. Ja, gut. Es geht noch weit, weit schlimmer. Da gebe ich dir recht. So, ich hätte gerne auch noch ein paar davon. Da müssen wir nämlich noch das kleine Löchchen hier ausbügeln. Platz freiräumen. Denn jetzt da noch? Foundation Support. Aber wo? Der Nachteil an so einem Lava-Planeten ist, man sieht nicht so viel. Er sieht geil aus, ohne Zweifel. Ohne Frage, aber man sieht einfach nicht so viel. Hallöchen, Godesen, na? Wie geht's, wie steht's? So. Hoffen wir mal, dass diesmal genügend Foundation Support da ist.
Ja, jetzt geht's. Sehr gut. Oh, sehr gut. Zwei der drei Fuhrenbälzen sind auch schon da. Alles prima, nur hungrig, aber die Nudel ist gleich gar. Ah, dann lass sie da schmecken. Und was gibt's zu den Nudeln? Das wäre natürlich auch die interessante Frage. Schön ist, das dürfen wir jetzt gleich nochmal machen. Aber mit einem anderen Blueprint. Okay, mach was anderes. Ich glaube, ich will da doch ein paar mehr Builds. Ich habe nämlich so den Eindruck, ich brauche davon mehr. Kann ich darüber scrollen, ohne dass es... Ja, scheint zu klappen. Kann ich nämlich hier nochmal so ein Ding hinstellen? Okay, warten wir mal ganz kurz, bis die restlichen Bälle hier sind. Ah, heute nur mit einer Tomatensauce. Richtig, Tomatensauce ist auch gut. Und man muss sich auch mit den kleinen Dingen zufrieden geben oder so ähnlich. Tomatensauce ist doch auch vollkommen okay. Das muss ja nicht immer das große irgendwas sein. Guter Plan. Warten wir auf die Bells und baut du weiter. So. Machen wir halt quasi das Belt, den Beltspeicher leer. Eisen und Titan haben wir schon mal. So. Okay, die restlichen Bälle sind gerade unterwegs. Dann haben wir hier noch einen Kupfer. Ja, verdammt. Ich krieg's doch nicht alles rein. So. Ich habe bestimmt 14 Jahre lang jeden Samstag Nudeln mit Ketchup essen dürfen, von daher, ja.
okay. Unter den Bedingungen würde ich dann tatsächlich Nudeln mit Ketchup wahrscheinlich nicht mehr essen wollen. Ehrlicherweise. Nachdem ich 20 Jahre lang Kartoffeln mit Gemüse und irgendwas, also Gemüse, Fleisch und irgendwas, Kartoffeln, Fleisch und irgendwas so rum gegessen habe, reicht mir das. Ich bin quasi freiwillig in den Kartoffeln, Fleisch, Gemüse-Topf gefallen. So, wieder rausgefallen. So, das ist auch verbunden. Fehlen nur noch die drei Bälzchen. Sagt meine Lieferung, sie ist da. Echte Soße ist da schon geiler. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn Nudeln, dann bitte auch mit echter Soße. Sei es nur eine Tomatensoße. Aber nicht unbedingt Ketchup. Ah, vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen zukleistern. Noch nicht genug zugekleistert. Dummerweise müssen wir jetzt natürlich noch die Verbindung manuell reinpatchen. So. Aber das geht ja schnell. Schneller als das komplette Ding hier zu bauen. Viel Spaß im Lurkangel und danke fürs Vorbeischauen. So, die Mitte produziert aber nichts. Das heißt, hier stimmt auch was nicht. So, jetzt stimmt's.